Das sind die Themen. Der Libanon wehrt sich gegen die Mullahs. Libanesischer Regierungschef kritisiert offen den Iran. Putin steht auf der falschen Seite. Russland schickt Waffen an die Hisbollah. Und untergehende Kulturen. Warum sich das Jahr 1177 vor Christus jetzt wiederholt. Und damit Shalom und herzlich willkommen zu den Inside News. Wir starten heute als erstes Mal in Frankreich, wo ein Phänomen zu beobachten ist, das wir in ganz Europa eigentlich wiederfinden, eigentlich fast schon weltweit, muss man leider sagen, nämlich der zunehmende Antisemitismus, der zunehmende Hass auf Juden und Israel und das vor allem natürlich von der islamischen Community. Und dazu schauen wir uns mal eine Zahl an bezüglich Frankreich, die sehr erschreckend ist. In einem Artikel vom 8. Oktober wurde berichtet, die Nationale Direktion für territoriale Aufklärung des französischen Innenministeriums enthüllte diese Woche, dass in den ersten 6 Monaten des Jahres 887 antisemitische Taten begangen wurden und stellte fest, dass der Trend des zunehmenden Antisemitismus im Land nach den Terroranschlägen vom 7. Oktober auf Israel langfristig zu sein scheint. Dies entspricht einem Anstieg von 192% im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Jahres 2023. Ja, fast 200% Steigerung des Antisemitismus in Frankreich und das nach dem Anschlag auf Israel von Terroristen der Hamas. Da sehen wir schon mal, dass es völlig in die falsche Richtung geht und man das überhaupt nicht in der islamischen Community richtig einschätzen kann. Und natürlich muss Israel sich wehren gegen die Hamas. Und die Hamas ist sowieso so gut wie am Ende, nachdem Sinwar, der Anführer der Hamas, auch eliminiert wurde. Den glauben einige in Sinwar ein Held zu sehen, aber er hat gelebt wie eine Ratte in einem Tunnel und so ist er auch eliminiert worden. Wir verlassen lieber direkt mal Frankreich, gute Besserung an dieser Stelle und kommen nach Kuba. Dort gab es mal wieder einen Stromausfall, aber das ist nicht alles, denn jetzt wird auch noch ein Hurrikan in Kuba erwartet. Am 20. Oktober wurde berichtet, Kuba muss sich nach Stromausfall für Hurrikan wappnen. Der Präsident des von einem landesweiten Stromausfall betroffenen Kuba, Miguel Díaz-Canel, hat die Einwohner vor einem heranziehenden Hurrikan gewarnt. Kubas Strom kommt aus veralteten Wärmekraftwerken. 2 Nächte lang waren die Haushalte in Dunkelheit getaucht. Und zwar landesweit. Man kann es sich ja mal vorstellen, dies würde in Deutschland passieren, dass man mehrere Tage irgendwie einen absoluten landesweiten Stromausfall hat und kaum funktioniert der Strom wieder, wird direkt ein Hurrikan angekündigt. Also da ist in Kuba auch jetzt zurzeit einiges los. Wir kommen damit in den Libanon, wo etwas Erstaunliches geschehen ist. Ich habe ja bereits in einer anderen Folge deutlich gemacht, dass der ehemalige Ministerpräsident des Libanon offen und scharf die Hisbollah und den Iran kritisiert hat. Und das tut jetzt auch der geschäftsführende Regierungschef im Libanon, also nicht irgendeine unbedeutende Person. Dazu schauen wir uns einen Artikel an vom 18. Oktober. Da wird berichtet, Libanon kritisiert inakzeptable Vormundschaft des Iran. Der geschäftsführende Regierungschef im Libanon, Nijab Mikati, hat den Iran am Freitag ungewöhnlich deutlich für Versuche der Einmischung in die Angelegenheiten seines Landes kritisiert. Der Iran übt seit vielen Jahren mit Hilfe der Schiitenmiliz Hisbollah großen Einfluss auf Politik und öffentliches Leben im Libanon aus. Deswegen, ich wünsche mir für Gaza, dass sie befreit werden von den Terroristen der Hamas und ich wünsche mir natürlich auch vom Libanon, dass sie ebenfalls befreit werden von den Terroristen der Hisbollah, so wie ich mir wünsche, dass der Jemen befreit wird von den Terroristen der Houthis und der Iran von den Antichristen des Mullah-Regimes. Aber wir sehen, der Libanon scheint sich mittlerweile zu wehren gegen diese Hisbollah-Miliz. Wir kommen damit nach Russland und leider steht Putins Russland aktuell auf der falschen Seite. Man hat nicht nur nordkoreanische Soldaten jetzt hinzugezogen, um die Ukraine damit zu bekämpfen mit den Soldaten aus Nordkorea. Man liefert sogar jetzt russische Waffen an die Hisbollah. Und da kann man nur sagen, biblisch, prophetisch, christlich betrachtet, ist Russland damit auf der absoluten falschen Seite. Am 18. Oktober wurde berichtet, Putin scheint sich mit hochmodernen russischen Waffen in den Hisbollah-Israel-Konflikt einzumischen. Es wird vermutet, dass Russland die Hisbollah mit fortschrittlichen Waffen versorgt hat.
Israels Streitkräfte haben nach Angaben von Regierungschef Netanyahu bei Durchsuchungen von Stützpunkten der Hisbollah-Miliz im Südlibanon hochmoderne russische Waffen gefunden. Tja, da sehen wir, und ich muss es mit einem gebrochenen Herzen schon sagen, denn ich liebe Russland, aber wie gesagt, an erster Linie bin ich kein Deutscher oder was auch immer, sondern ein Christ. Und aus biblisch-prophetisch-christlicher Perspektive heraus ist Russland absolut auf der Seite der Terroristen im Nahen Osten, der Hisbollah, des Iran und auch der Hamas, deren Führer ja schon in Moskau im Kreml zu Besuch waren. Möge Russland auch wieder die Seiten Richtung Westen irgendwie, so Gottes will, wieder wechseln. Wir kommen damit in ein Jahr, das sehr ereignisreich war, nämlich das Jahr 1177 vor Christus. Da gab es schon mal so eine Art Untergang der Kulturen und wir schauen uns ein bisschen an, was dazu geführt hat, denn es scheint sich tatsächlich aktuell zu wiederholen. In einem Artikel vom 16. Oktober heißt es: Untergehende Kulturen. All das, was 1177 vor Christus, also vor knapp 3000 Jahren, zum Zusammenbruch führte, erleben wir heute wieder. Migration und Invasionen, Pandemien und Wirtschaftskrisen. Seit der Bronzezeit gehen Zivilisationen aus den gleichen Gründen unter. Der Historiker Eric Lien sieht sogar die Internationalisierung als eine der uralten Gefahren. Die Frage nach dem Ende unserer Kultur ist für ihn längst beantwortet, da man sich auf demselben Weg befindet wie damals, 1177 vor Christus. Wir sehen auch heute Migration, die den Kulturen nicht helfen, wenn man zu viele Muslime oder Menschen mit einem völlig falschen Kulturbild nach Deutschland und Europa holt. Invasionen wie die Invasion Russlands in der Ukraine oder auch der Terroranschlag der Hamas in Israel. Pandemien. Gang und gäbe, ich weiß gar nicht, wie viele Corona-Varianten es mittlerweile gibt und viele andere Seuchen und Wirtschaftskrisen sind auch da und vor allem die Internationalisierung. Mit anderen Worten, der Globalismus. Und das fand ja schon statt beim Turmbau zu Babel, wir kennen die Geschichte. Die Menschen waren alle ein Volk, sie sprachen eine Sprache und sie hatten ein Ziel, die totale Globalisierung in Babylon. Symbolisch dargestellt durch den Turmbau zu Babel, aber so wie Gott damals den Globalismus beseitigt hat, durch die Zerstörung des Turmbaus zu Babel und die Zerstreuung der Menschen, so wird es auch am Ende der Tage geschehen laut dem Propheten Daniel, wenn Gott sein Königreich auf diese Erde errichtet hat. Dazu noch ein anderer Artikel vom 17. Februar 2019, da heißt es ebenfalls: Schlüsseljahr 1177 vor Christus, als die Welt wirklich aus den Fugen war. Der US-Historiker Eric Lien schildert den Zusammenbruch einer globalisierten Welt in der Antike. Kline vermutet, dass es eben jener Internationalismus war, also der Globalismus, der zu einer geradezu apokalyptischen Katastrophe führte. Neuere Forschungen haben ergeben, dass die Seevölker, die 1177 vor Christus eine Schneise der Verwüstung über das südöstliche Mittelmeer legten, nicht nur Aggressoren, sondern auch Flüchtlinge vor Naturkatastrophen waren. Deswegen, die Globalisierung ist nicht das, was Gott in dem Fall möchte, dass irgendwie ein Sitz auf der Welt existiert, der über alles regiert, Vereinte Nationen oder wie auch immer. Aber am Ende der Tage wissen wir, es wird einen geben, eine Person, der in der Tat die ganze Welt kontrollieren wird. Und er ist nicht von dieser Welt, sein Reich ist nicht von dieser Welt, denn es geht hier um den Sohn Gottes, Jesus Christus. Aber auch König Salomo sagte in Prediger 1, Vers 9, was einst gewesen ist, das wird wieder sein. Und was einst geschehen ist, das wird wieder geschehen. Und es gibt nichts Neues unter der Sonne. Genau das scheinen wir zu erleben aktuell durch die Globalisierung, dass sich das Jahr 1177 vor Christus in der Tat wiederholt. Und auch Jesus prophezeit in Matthäus 24, ab Vers 37 über die Endzeit: Wie es aber war in den Tagen Noahs, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahinraffte, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn die Menschen haben ja Noah für einen Verschwörungstheoretiker gehalten. Die dachten, warum baut Noah eine Arche,
Ich glaube, der ist doch ein bisschen verrückt. Das glaubten sie so lange, bis die Sintflut kam und die Tür zur Arche Noah geschlossen wurde. So wird es sein am Ende der Tage in der Endzeit, in der Drangsal, vor der Rückkehr des Messias. Da werden die Menschen auch sagen, warum gibt es immer noch Christen, die glauben, Jesus würde sie retten? Bis die Tür der Gnade geschlossen wird, Jesus zurückkehrt, sein Königreich aufrichtet und wir, die wir gläubig sind, ebenfalls gerettet werden, im Gegensatz zu den Feinden Gottes, die Israel angreifen wollen und uns Christen angreifen wollen. Da wird der Herr laut Bibel kurzen Prozess machen. Ich hoffe und wünsche mir, dass viele, die das jetzt hören, umkehren und sich befreien lassen, eine Hoffnung finden in Jesus Christus, unserem Herrn. Gleichzeitig möchte ich euch zum Schluss noch einladen, mal auf meiner Homepage vorbeizuschauen. Da findet ihr alles über Jesus, über die Geburt, über die Endzeit und über den Antichristen, über all das, was uns auch bevorsteht. Also schaut gerne mal vorbei auf der Seite www.endzeitreportermcm.com. In diesem Sinne, lasst gerne ein Like da, kommentiert und teilt bitte das Video, abonniert und unterstützt gerne den Kanal, wenn ihr könnt und möchtet. Ich danke euch wirklich von Herzen dafür. Und zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Bibel. Fragen Sie Gott um Erkenntnis und erkennen Sie die Zeichen der Zeit, denn die Wahrheit kommt bald ans Tageslicht. Der König der Könige, der Herr der Herren, der Richter der Welt und der Sohn Gottes, Jesus Christus. Amen und Gottes Segen.